alles so unprofessionell aus. Ich bin Center. Ja, ja. Sag ja, Mr. America. Opa, so. Opa. Oh, nochmal vor. Er hat einfach nur Look. Achtung. Ich hab gesagt, ich kann das nicht, Basketball. Weißt du, Hab ich, steht irgendwo, dass ich das kann? Ich hab gesagt, dass ich es gerne anschaue. Aber du tust. Ah, für ein Torrand langt es auf alle Fälle so vielleicht. Basket noch. Kauft er sich jede Woche. Hat gerade im Zimmer noch einen aufgehängt, ich kenne ihn nicht. Hat er ausgeschnitten mit Tape an meinem Betting geklebt. Aber also die Challenge steht, 5 Würfe, wer mehr macht. Ja. Und was ist der Einsatz? Nichts. Wenn du gewinnst, darfst du die nächste Battle aussuchen und dann einen Gegner suchen. Ach so, weil du gegen die Schnecke beim Flitschen gewonnen hast. Genau. Ah, okay. Auch wenn du verlierst. Auch wenn ich verliere? Okay, alles klar. Ja. Ein unfairer Zweikampf ab jetzt. Oh ja. Ei. Oh ja, das ist krass. Ist schon unter Druck, der Torwart. Ist schon unter Druck. Ah, knapp. 1-0, schauen. Entscheiden. Reiß dich zusammen, Torwart. Reiß dich zusammen. Das ist er. Oh, stechen. So, was haben wir da, Torwart? 2-2. Ging das aus? Nein! Nein! Er zittert er wieder, der Chauner. Er zittert er wieder. Das ist er. Nein! Ja, Hannes. Tja, kannst nicht lernen, sowas, hä? Ist das schlecht. Kannst nicht lernen, Chauner. Da ich ja leider die Basketball-Challenge gegen den sehr starken Markus Thoran unter irregulären Bedingungen leider verloren habe, möchte ich hiermit eine weitere Sportart aussuchen, das Air-Hockey. Und möchte dazu natürlich, dass ich auch mit dem Sieg nach Hause gehe, den Sören Gonta bitte herausfordern. Ich erwarte dich, Sören. Bis dann.